Wir befinden uns hier in Heidelberg bei der Stadtwerke Pfaffengrund an dem Projekt Energiespeicher. Also die Besonderheit an der Konstruktion, quasi die wir im Vorfeld montiert haben, das ist in dem Fall dieser Stahlring, diese Stahlkonstruktion oberhalb vom Energiespeicher. An diesem Stahlring ist ein sogenanntes Netz gespannt, quasi von oben nach unten. Und in diesem Netz ist eine Treppe eingearbeitet, die in diesem Netz hängt, wo nicht mehr montiert ist am Energiespeicher. Also die hängt quasi freitragend in diesem Netz drin. Oben wird es eine Dachterrasse geben in ungefähr 55 Meter Höhe, unterhalb ein Restaurant und noch ein Veranstaltungsraum für ungefähr 200 Gäste. Der LTM 1090, der steht hier mit dem Grundballast 7,4 Tonnen und sein Mast ist eigentlich für die ganzen Tätigkeiten immer bei 81, 82 Grad. Das heißt, die Stallstellung, weiter geht es eigentlich gar nicht. Und um oben die Störkante zu überbrücken an sich, arbeiten wir hier mit der Doppelklappspitze. Hier ist das Spannendste, dass wir fast Rollenkopfhöhe zur Störkante haben und die eigentlichen Arbeiten nur noch mit der Spitze realisieren können. Wir haben 3 bis 4 Positionen, wo das zu realisieren ist. Das Umsetzen an sich übernimmt der Kranfahrer natürlich immer in Eigenregie. Die Besonderheit von der LTM 1090 4.2 Reihe, ganz klar, der Vario-Ballast sowie auch die Vario-Abstützung. Die umgeht immer sehr häufig das Anfahren des Zusatzballastes. Also mit Sicherheit hat man bei 55 Meter Höhe einen relativ schönen Ausblick und mit Sicherheit auch einen weitreichenden Blick bis in die Altstadt rein. Also das ist mit Sicherheit schon ein Hingucker und mit Sicherheit auch ein Besuch wert.